An der nördlichen Stadtgrenze von Geldern in Richtung Kapellen befindet sich Schloss Haag, welches auf seiner Parkanlage mit dem von uns zu analysierenden sogenannten Spiegelweiher ausgestattet ist. Erste Vorburgen des Schlosses entstanden in seiner jetzigen Form um 1860. Seitdem wird das Schloss innerhalb der Familie weitervererbt. Zurzeit ist es im Besitz der Familie von Niklas Graf von Honsbroch und Katja Gräfin von Honsbroch, welche sich dort niedergelassen haben. Die Familie lebt dort heute in der 13. Generation. Vor mehr als 200 Jahren durfte Schloss Haag 1804 hohen Besuch begrüßen. Napoleon machte sich damals kurz vor seiner Krönung auf den Weg nach Geldern, um dort für eine Nacht zu bleiben. Auch Alexander I. von Russland wurde 1814 im Schloss willkommen geheißen. Das Schloss war zu dieser Zeit im Besitz des Grafen Clemens Wenceslaus. Auch der Spiegelweiher hat seine eigene historische Geschichte. Vermutlich wurde dieser damals zeitgleich mit dem Bau des Schlosses angelegt. Es gibt dafür jedoch keine genaueren Daten. Die Karte zeigt den Aufbau der damaligen Anlagen. Man kann ein doppeltes Grabensystem erkennen. Zu dieser Zeit floss die Nies im Gegensatz zu heute näher an der westlichen Seite des Schlosses. Sie konnte seine Systeme also problemlos versorgen. Auch der Weiher wurde demzufolge vom Wasseraufkommen der Nies gespeist, da dieser mit dem Schlossgraben verbunden ist. Circa 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Nies begradigt. Dies wurde durchgeführt, um die dadurch neu freigelegten Flächen landwirtschaftlich zu nutzen. Denn dadurch standen mehr Felder zum Anbau von Getreide zur Verfügung. Problematisch war jedoch, dass die Nies zum Schlossgraben nun eine zu weite Entfernung aufwies und der Wasserspiegel der Nies zudem zu niedrig war, um den Weiher zu versorgen. Demzufolge ist diese Möglichkeit zur Versorgung weggefallen. Ein Pumpsystem und eine Leitung von der Flöth sollte die Lösung darstellen. Jedoch wurde auch diese in den 70er Jahren eingestellt. Seitdem erfolgt die Frischwasserzufuhr über einen Grundwasserbrunnen mit Elektropumpe, welcher sich am Schloss befindet. Es gilt als Versuch, den Erhalt des Weihers und auch des Schlossgrabens zu fördern. Dieser ist vor allem für die Steine des Gemäuers sehr wichtig, da diese auf die Feuchtigkeit des Gewässers angewiesen sind. Die gepflegte Anlage des Schlosses ist mit einem Golfclub ausgestattet, sowie einem Reisebüro. Außerdem verfügt sie über das Clubrestaurant Kläubers. Äußerlich ist der Weiher relativ unscheinbar. Er liegt östlich vom Schloss und ist umgeben von einem dichten Uferbewuchs, bestehend aus krautigen Pflanzen, verschiedenen Gräsern, Schilf und einer Reihe von Laubbäumen. Die Hainbuche findet hier einen Lebensraum. Aus der Perspektive des Golfplatzes ragen die Bäume auf der östlichen Seite des Sees ins Wasser hinein. Durch diesen dichten Laubbestand kann man auf der Wasseroberfläche eine Vielzahl von Blättern erkennen. Schätzungsweise geht man von einer Wassertiefe von nur ca. 30 cm aus und einer sich darunter befindenden 1 Meter tiefen Schlammschicht. Der See weist von außen keinerlei Schichtungen auf. Auf der Wasseroberfläche in Ufernähe befinden sich große Ansammlungen von Wasserlinsen. Auch befinden sich teilweise große Äste innerhalb des Sees. Zentral im See liegt eine kleine Insel. Diese wird ebenfalls von einem großen Baum, einer sogenannten Sumpfzypresse und dichtem Uferbewuchs ausgefüllt. Der Tierbestand beschränkt sich im See auf Aale, Nutrias, Gänse sowie einige Enten. Die Temperatur des Spiegelweihers im Frühling sowie Sommer ist relativ hoch. Aufgrund der niedrigen Wassertiefe erwärmt sich das Wasser relativ schnell und kann daher weniger gut Sauerstoff halten als ein kühles Gewässer. Diese Erkenntnisse lassen auf eine Eutrophierung des Gewässers schließen. Die Problematik tritt unter anderem durch die große Anzahl der herabfallenden Blätter auf. Hauptsächlich entsteht dieser Laubfall im Herbst. Zum Großteil aufgrund der Herbstwinde und dem jährlichen Laubfall. Eine solch große Menge Laub kann auf dem Weg zum Grund innerhalb des Gewässers nicht zersetzt werden, sodass sich auf dem Uferboden große Anteile ansammeln, welche die Destruenten bei Sauerstoffmangel, also unter anaeroben Bedingungen,
nicht zersetzen können. Es lagert sich also eine immer höher werdende Schicht an. Diese faulig-schlammige Schicht führt zu der geringen Sichttiefe im See sowie dem augenscheinlich unklaren Wasser. Zudem führt das dadurch entstehende flache Wasser zu keiner Zirkulation in den einzelnen Jahreszeiten, da es keine klassische Wasserschichtung gibt und die Temperatur in dem bestehenden Gewässer auf einer relativ einheitlichen Wassertemperatur stagniert. Wir haben zudem einige Wasserproben entnommen, die unsere Hypothese des eutrophen Sees unterstützen. Der relativ hohe Ammoniumgehalt führt in Kombination mit dem relativ niedrigen pH-Wert zu einem für die Fauna und insbesondere für Fische eher lebensfeindlichen Raum. Auch haben wir einen mittleren Sauerstoffwert feststellen können, wodurch der sehr eingeschränkte Fischbestand erklärt werden kann. Gemindert wird der Wert durch die auf dem Wasser schwimmenden Wasserlinsen, denn dadurch ist die Lichteinstrahlung gering und pflanzliche Lebewesen wie Algen können unterhalb der Wasserlinsen keine Photosynthese durchführen, wodurch weniger Sauerstoff vorhanden ist. Durch die künstliche Frischwasserzufuhr wird der Wert jedoch wiederum höher gehalten. Wir haben uns also die Frage gestellt, wie es zu der sichtlich beobachtbaren Verlandung trotz getroffener Maßnahmen kommen kann und haben uns einige Ansätze zur Sanierung überlegt. Ganz wichtig wäre es, den See auszubaggern. Das bedeutet, den Detritus und insbesondere den Faulschlamm, welcher den Boden bedeckt, zu entfernen. Dies hat den Vorteil, dass darin enthaltene organische Substanzen nicht weiter unter möglicherweise anaeroben, also sauerstoffarmen, Bedingungen zersetzt werden müssen. Dadurch wird auch der Nährstoffüberschuss, welcher in eutrophen Seen ein Problem darstellt, deutlich minimiert. Über diese Problemlösung hat sich auch die Familie Honsbuch informiert. Jedoch ist diese Option dermaßen kostenspielig, dass ein Ausbaggern ohne Unterstützung durch öffentliche Mittel oder durch Sponsoren unmöglich wäre. Optimal wäre es erneut, Kontakte zum Niersverband herzustellen und Möglichkeiten zur Verbindung zwischen dem Spiegelweiher bzw. dem Schlossgraben mit der Niers zu finden. Auch ist dieser Versuch zur Sanierung kompliziert, denn die Niers ist relativ weit entfernt und auch ist der Wasserstand der Niers zu niedrig, sodass der Wasserstand zunächst durch teure Pumpsysteme hochgepumpt werden müssten. Man müsste also auch hier Möglichkeiten zur Finanzierung finden. Eine logische Maßnahme wäre es, den Laubfall zu verringern, beziehungsweise auf lange Sicht vollständig zu verhindern. Funktionieren könnte dies durch das Zurückschneiden beziehungsweise Fällen von ausgewählten Bäumen, welche sich in Nähe des Ufers befinden. Dies würde ebenfalls einen Überfluss an Nährstoffen verhindern, da weniger abgestorbenes organisches Material wie Laub zersetzt werden müsste. Die bestehende Schlammschicht hätte keine Möglichkeit, massiver zu werden. Man kann daher wahrscheinlich von einer Verbesserung der Wasserqualität ausgehen. Außerdem könnte sich der Weiher dadurch erholen. Die Variante der Oberflächenbelüftung ist eine umsetzbare Maßnahme. Bei dieser Option zur Renaturierung des Spiegelweihers wird die Oberfläche des Weihers durch einen oder mehrere Springbrunnen belüftet. Durch die ständige Bewegung entsteht eine Zirkulation, die für Sauerstoff sorgt. Es ist wichtig, den Springbrunnen tagsüber sowie nachts einzuschalten, da nachts unter anderem der Sauerstoffbedarf am höchsten ist. Besonders wichtig wäre es, den Weiher zuerst auszubaggern, denn nur durch diesen Schritt kann der ökologische Kreislauf innerhalb des Weihers erneut in ein Gleichgewicht gestellt werden. Daraufhin können die genannten Maßnahmen getroffen werden. Ebenfalls wäre es sinnvoll, nach der Seesanierung behutsam Lebewesen, also Pflanzen und neue Fischarten, in den See einzubeziehen, damit auch diese den ökologischen Kreislauf weiterhin aufrechterhalten. Diese Maßnahmen sollten getroffen werden, da der See ansonsten dem biologischen Tod gewidmet ist. Mit einigen Optionen hat sich die Familie bereits beschäftigt, jedoch ist diese auf die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen. Deswegen soll durch diesen Film auch Aufmerksamkeit auf das schöne Erholungsgebiet von Geldern gemacht werden, um dieses auch zukünftig als solches bezeichnen zu können.